Jeder hat so seine Laster. Ich esse halt gerne Menschenfleisch. So, willkommen. Das wird wahrscheinlich das zweite Let's Play, was ihr jetzt auf meinem Kanal sehen werdet. Nach so langer Abwesenheit. Ja, nachdem ich bei der zweiten Aufnahme lustigerweise so viele Fauxpas hatte, weil es ja eigentlich jetzt das dritte Game, was ich aufnehme. Witzigerweise habe ich dann beim zweiten Mal die Aufnahme vergessen und Audio verkackt und keine Ahnung, warum es beim ersten Mal, aber egal. Ich bin jetzt gerade voll im Modus. Ich habe gerade auch super Bock, einfach aufzunehmen. Mal sehen, wie viele Spiele es heute werden. Ich habe mir jetzt schon gerade ein paar rausgesucht, unter anderem das hier. Und es soll so 20 Minuten ungefähr gehen. Ich habe auch Lust, echt ganz viele kleine Indie-Spiele zu spielen. Und hoffe ja, dass wenn wir heute 2, 3, 4, 5 durch haben, dass wir irgendwo eine kleine Perle finden. Das letzte Game hat mich jetzt nicht so überzeugt, war so mittelmäßig. Mal sehen, was uns hier so erwartet. Hier sollen anscheinend nachts die Straßen säubern. Redville 1976. Wir sind wohl Müllmann, wenn ich das richtig gesehen habe. Und mehr weiß ich auch nicht. Ah ja, okay. Da sind schon die ersten Müllsäcke. Ab dafür. Nicht ab dafür. Okay, wir können die Säcke irgendwie komprimieren, also klein drücken, ne? Und wie packe ich den jetzt da rein? Okay, ich kann den fallen lassen. Was ist das da? Three bags at a time. Okay, also drei Stück oder was? Rennen kann ich auch. Was ist denn mit dem Ding hier? Ach so. Ja, klar, okay, macht Sinn. Nicht von vorne, sondern von hinten so. Okay, und das kann ich jetzt hier... Okay, warte, ich stelle mal ab. Kann ich... Ah. Ja, ich dachte, er macht das halt auf, ne? Wenn ich das so... Aber okay. Mhm. Jetzt stellen wir das wieder ordnungsgemäß zurück. Und den kann ich jetzt auch mal reinschmeißen, ja? Nein, ich muss die wahrscheinlich jetzt erstmal klein machen, richtig? Okay. Oder da hinten auf jeden Fall, genau. Und jetzt kann der... Ah ja, okay. Ja. Warum düdüm? Ach so. Wir können jetzt weiterfahren. Okay. Bin ich ganz alleine hier auf der Schicht oder was? Ach du Scheiße, ich muss. Ach so, ich muss selber fahren. Okay. Ja. Okay. Die können ja nicht wissen, was für ein schlechter Fahrer ich in Spielen bin. Nur in Spielen. Wo bemerkt. Ja, ganz schön Speed drauf hier, ne? Vor allen Dingen, das, wenn ich halt... Oh, jetzt komme ich ins Schlittern, alles klar. Wenn ich möchte eigentlich so gucken, damit ich so ein bisschen gerader gucke. Das Problem ist, dann fährt er auch irgendwie nach rechts. Nee, doch nicht. Nein, das bin nur ich. Harte Kurve. Ich kann gerade irgendwie nicht mehr gerade
Das ist nicht so einfach, meine Freunde. Ja? Zu Hause auf der Couch kann ich auch große Töne spucken. Welcome to Redville. Okay. Ich muss irgendwie so schräg gucken, sonst kann ich nicht gerade ausfahren. Oh, warte. Sind hier... nee, da habe ich nichts gesehen. Okay. Der wird ja wahrscheinlich auch sagen oder so, ne? Oder ich könnte nicht weiterfahren oder sowas. Ich guck eigentlich fast schon links aus dem Fenster raus, statt vorne auf die Straße. Okay. So ist, glaube ich. Muss ich jetzt irgendwo... Oh, da. Warte. Oh, warte. Da habe ich welche zumindest gerade gesehen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt aus Versehen irgendwo schon an welchen vorbeigefahren bin. Werden wir gleich merken. Oh, ich habe das nicht wieder zugemacht, ne? So, das sind drei. Die muss ich dann erstmal wieder entsorgen. Da vorne hängt, glaube ich, wieder ein Zettel. Ignoriere den merkwürdigen, schrecklichen Gestank. Ja, gut. Müll wird jetzt auch nicht immer nach Blumen riechen. Das stimmt schon. Da vorne ist noch einer. Also wir merken es ja daran. Ach, da vorne steht es auch dran. One back left, alles klar. Ne, dann habe ich doch keine übersehen. Sehr gut. Dann ist das jetzt der letzte. Okay. Ja. Sehr schön. Ich habe schon gedacht, ich müsste jetzt irgendwie gleich mit dem Ding drehen und dann wieder zurückfahren. Oh Gott. Katastrophe. Haben wir einen Rückwärtsgang eigentlich? Okay, wir können rückwärts fahren, aber ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Da wir hinten nicht gucken können. Was ist das da? Das ist ein... Moment. Dass die hier so random irgendwie rumliegen, ne? Vor allem auf der Seite so. Okay, da und da. Was steht da? 3? 5? 9? Ich, 9, okay. Gut, dann nehmen wir erst die Tonnen. Wir nehmen erst die anderen. Ich glaube, ich habe da hinten ja noch einen drin. Deswegen können wir die Tonnen wahrscheinlich sowieso nicht reinschmeißen. Ja, genau. Die habe ich nämlich noch nicht klein gepresst. Packen wir erst die 3 einzelnen hier rein. Zack. Ah, gut. Vielleicht haben die... Halb wieder den Ketchup verschüttet, ne? Okay. Ich finde es ein bisschen sehr ruhig, ne? Ich höre gar keine Grillen, Vögelchen, irgendwas zirpen oder zwitschern oder so. So gar nichts irgendwie. Ach, ich hätte gerade auch direkt drauf drücken können, ne? Baby. Aber jeder Gang macht schlank. Und ein paar Pfund würden uns auch nicht schaden, ne? Ein paar Pfund weniger. Glaube ich. Oder ich bin schon so dünn, dass ich durchsichtig bin. I don't know. Okay. Boah, das geht doch gar nicht, oder? Wenn du es alleine machst, so eine Schicht. Ich meine, klar, du bewegst dich die ganze Zeit und körperliche Arbeit und so, aber boah, es hat super langweilig, ne? Oh, warte. Da ist ein Zettel.
Diese Zeichen sind nicht immer hier. Okay. Welche Zeichen genau? Ja, ich hätte auch jetzt ein Stück noch weiter vorfahren können, aber egal, ne? So. Ach, ist das befriedigend, ne? Es könnte auch der Müllsimulator sein, den ich mir immer gewünscht habe. Und nicht den Mülltrennungssimulator, den wir mal gespielt haben. Der ja voll was für ein Arsch war. Achso, einer fehlt noch. Ach, hier. Ja, klar. Sagt der da gerade schon? Das waren jetzt nicht alle. Wie viele fehlen noch? Einer oder was? So, okay. Da? Okay. Der ist aber... Den habe ich jetzt auch nur zufällig gesehen. Wie die sich so komisch schlängeln. So, also... Ganz komisch sieht das aus, ne? Als wäre da irgendwie eine Flüssigkeit drin oder so bei jedem Sack. Ich habe jetzt gedacht, das wäre gerade so bei einem bestimmten so mit Absicht gewesen. Dass es irgendwie, ja, zeigen soll, okay, da ist irgendwas Merkwürdiges drin. Oh, shit. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Aber die sind irgendwie alle so. Okay, hier ist einer. Bleiben wir mal kurz stehen hier. Wenn man mitten in der Nacht hier fahren würde, wäre das aber auch ein bisschen beschissen für die Leute zum Schlafen, oder? Ich meine, so ein Ding hier rumzufahren ist ja jetzt auch nicht so leise. Okay, da laufen wir jetzt, mal nicht drüber. Ach, shit. Da sind ja immer drei Musiker. Kann ich den auch einfach hier abstellen? Okay. Okay, da fehlen noch welche. Ah, okay, da vorne. Dann können wir ruhig schon wieder ein Stück vorfahren. Okay, wovor verstecken sie sich? Das kann ich dir auch nicht sagen. Oder? Habe ich das jetzt richtig? Ich kann das gar nicht nochmal anklicken. Aber ich meine, da stand irgendwie so ähnlich, wovor verstecken sie sich, ne? Wer versteckt sich vor dir? Okay, liegen da hinten total viele Umschläge auf dem Boden. Sehe ich das richtig? Ach nee, ich glaube, das ist nur der, der gelbe Straßenrand hier so, ne? Okay. Das war jetzt gerade vom Weiten irgendwie so pixelig unterbrochen. Dachte ich, da liegen total viele Umschläge irgendwie auf der Straße.
Kann ich immer nur eintragen oder? Oh, okay. Ich wollte gerade noch sagen, wollte gerade noch sagen, ich möchte nicht rennen, weil ich in keinen Jumpscare reinrennen möchte. Deswegen habe ich mich jetzt doppelt so sehr erschrocken, weil ich gerade so ansetzen wollte. Okay, die beiden noch. Und dann noch so ein billiger Ei. Eieiei. Das passte ja jetzt auch hier, weil wir den ganzen Krams hier einzeln einsammeln müssen. Ich finde es halt ein bisschen zu ruhig. Ansonsten mag ich es bis jetzt eigentlich gar nicht. Achso. Ach, ich warte. Ich muss ja einmal wegpressen hier. Also so Musik oder so wird jetzt auch nicht passen, aber so ein bisschen, weiß ich nicht. Vielleicht so ein Zwitschern und sowas alles und das geht dann vielleicht auch nach der Zeit weg oder so. Das wäre auch ein bisschen creepy. Dass es immer ruhiger wird auch. Du bist sehr gut darin. Was denn in Leute zerschnetzeln und verschwinden lassen oder worin genau? Weil irgendwie wirkte das gerade so, als wären wir irgendwie. Was ist das für eine. Sag mal, wie klein sind wir denn? Oder ist das das Haus der Riesen oder was? Weil hier wirkt eigentlich alles relativ normal, aber die Türen sind ja mega hoch. Na gut. Da sind erstmal keine Beutel. Dann können wir ein bisschen weiterfahren. Gut, gut. Ich dachte eigentlich, dass diese Zettel immer ein bisschen creepiger werden, aber okay. So, da vorne noch eine Mülltonne und rechts liegen, glaube ich. Ah, okay, die sind irgendwie rausgefallen. Gut, gut, gut. Können wir die da reinpacken? Gut. Lalala, meine Schicht ist super. Naja, besser alleine arbeiten als mit irgendwelchen nervigen Kollegen in der Tagesschicht. Die sich eh immer nur über die Frau beschweren. Okay, ich dachte, ich hätte da gerade irgendwelche Augen gesehen. Aber ich glaube, das war nur dieser wunderschöne Sternenhimmel. Okay, Messer. Ja gut, das ist jetzt erstmal ja nichts Ungewöhnliches. Die Leute schmeißen leider alles in den Restmüll. Achso, ich dachte, ich kann das Messer aufheben. Und das kann ich nicht nehmen. Na gut. Bitte. Ah, jetzt schon wieder was verpasst, oder? Ist das, was soll das sein? Eine Parkuhr oder was? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Fahren wir mal weiter. Zettelchen. Perfekt geparkt. Du bist gut darin, ein Geheimnis zu bewahren.
Eigentlich bin ich nur der Müllmann, aber gut. Mich interessiert auch eigentlich nicht wirklich, was die Leute hier drin haben. Ich mache einfach nur meinen Job. So, okay, da fahren wir wieder ein Stückchen vor. Ich jetzt gerade wieder einen Jumpscare verpasst oder ging einfach nur das Licht aus? Die Schicht ist bald um. Dum, 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 dum. Dann gehe ich nach Haus und mach mir einen Festschmaus. Warte. Oh. Ah, perfekt, perfekt, perfekt. So. Achso, okay. Ah, deine Freunde und Familie anlügen. Ja, okay. Kannst du jetzt mal ein bisschen konkreter werden? Okay, da links war irgendwas gerade. Ein schwarzes Männchen. Sitzt keiner. Also sind wir der Böse, ja? Also das ist ja jetzt schon relativ klar. Entsorgen wir die Menschen hier irgendwie? Also ich meine, weiß nicht, töten wir und naja, keine Ahnung. Sehe ich aber auch nicht. Ach, da ist, glaube ich, noch einer. Sehe ich aber auch gerade nicht mehr so. Ja, okay, dann nicht da. Nein. Ach, kann ich irgendwo abbremsen? Ja, okay. Den habe ich jetzt ein bisschen erwartet, tatsächlich. Dass da jetzt irgendwas passiert. Das ist jetzt nur so ein Jumpscare-Festival hier, oder was? Ich dachte, ach schade, ich dachte, die Nachrichten werden immer gruseliger oder so. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Nicht, dass wir gleich im Dunkeln hier irgendwo zurücklaufen müssen, weil ich irgendwo einen Sack übersehe. Ah, da. Das war knapp. So, da können wir aber gut lesen jetzt. Wir wissen, ja. Hä? Hat er nicht gerade. Okay. Hat er nicht gerade gesagt, wir sind super darin, Geheimnisse zu bewahren und jetzt wissen es alle? Okay. Na gut. Wenn du das sagst, dann ja. Wo ist das Problem jetzt genau, junger Mann? Jeder hat so seine Laster. Ich esse halt gerne Menschenfleisch. Ich versuche jetzt gerade die Story hier ein bisschen zu pimpen, weil hier passiert ja nichts so storymäßig. Ketchup. Ich mag Ketchup. Mit Ketchup die Scheibe eingeschlagen, okay. Konzentriere mich gerade voll hart, dass ich an den Seiten gucke, ob da irgendwelche Bags sind. Oh, warte. You are living a lie. Okay. Ja, das habe ich schon verstanden. Wäre gut, wenn das jetzt storymäßig so ein bisschen. Vier Stück? Wo denn? Ach, come on. Ich muss ja jetzt nicht hier im Dunkeln. Irgendwelche Bags suchen, oder? Hier waren doch keine.
Oh, warte. Ah, warte, 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 warte. Hier sind welche drin, ne? Ah, okay. Habe ich die Tonne echt gerade übersehen? Ja, muss ja, ne? Muss ja, muss ja. Okay. Vier stand da. Dann muss ja irgendwo noch ein Einzelner rumliegen. Okay. Warte, 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 warte. War der in der Gasse? Ach nee, doch nicht. Okay. Oder der war vorne an dem Ding, ne? An der Absperrung. Dass da noch ein Einzelner lag. Na, wo bist du denn? Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist. Dass man. Oh, ich kann nicht weiter zurückfahren. Dass man so wieder zurückfährt. Ich kann bestimmt auch irgendwie drehen oder so, aber. Okay, das ist die Tonne, die wir gerade leer gemacht haben. One back left. Ah, gut, dann steigen wir mal eben aus. Aber da hinten ist es halt echt. Da oben sitzt, glaube ich, eine Katze drauf. Es ist halt echt mega dunkel, ne? Ich kann da hinten, also ich kann halt echt gar nichts sehen, so. Keine Ahnung, wenn da jetzt wirklich noch irgendein Sack ist, das, mal gucken, ob da jetzt irgendwie ein Jumpscare kommt, weil da oben eine Katze drauf ist. Nein, okay. Ach hier. Hä? Wie konnte ich den denn nicht sehen? Bin jetzt zweimal dran. Ah, egal. Wir haben ihn. Okay, wir spielen echt schon eine halbe Stunde. Das wundert mich gerade, weil ich meine, da stand irgendwie 20 Minuten. Deswegen habe ich jetzt auch eigentlich erwartet, dass jetzt so endlich in den Nachrichten halt mal irgendwas Konkreteres steht oder so. Okay, hier ist auch wieder Licht. Ach so, nee, das ist nur. Ich dachte, es wäre eine rote Tonne. Okay. Haben wir jemanden umgebracht? Und ja, keine Ahnung. Da will sich gerade jemand an uns rächen oder so. Ein paar mehr Infos wären ganz gut. Zettel, sehr gut. Okay, du beeilst dich lieber. Es wird rot hier. Okay. Kann ich das nehmen? Ist da was? Nee. Ich fahre einfach mal weiter. Tonnen sehe ich keine. Auch keine Bags. Oh, stopp, 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 stopp. Wir möchten dich nicht verletzen, wir brauchen dich. Was wollt ihr von mir? Sagt's doch endlich. Was ist your problem, Allah? Wie, ihr wollt mir nicht wehtun? Ich dachte, ihr wollt mir irgendwie Angst einjagen, indem ihr mir sagt, hey, wir kennen dein Geheimnis und oder ihr wollt mich erpressen oder irgendwie was.
Ich check grad nicht, weil... Okay, jetzt sind ja irgendwie Lampen kaputt und so. Okay. We murdered many people. Okay, was? We murdered many people? Jetzt check ich gar nichts mehr. Jetzt ist einer in meinem Truck drin. Ich glaube, es hackt. Okay, jetzt ist er raus. Ja, okay. Ich renne jetzt mal ein bisschen, ey. Ich check halt gar nichts mehr. Erst heißt es, wir sind der Böse und jetzt auf einmal, wir haben auch getötet oder so. Keine Ahnung. So, hier. Bildet er sich das nur ein oder so? Ist das so ein schlechtes Gewissen? Also als er irgendwie so Schatten sieht und sowas. Schlimmste ist eigentlich das Autofahren hier in dem ganzen Spiel. Dass wir daran nicht krepieren. So. Ist die Schicht jetzt zu Ende? Müssen wir lang links oder rechts? Ich fahre jetzt einfach mal links. Goodbye. Ja, okay. Das müsste ja richtig sein. Ich wollte sagen, so langsam müssten wir ja mal diese kleine Stadt fertig haben. Okay, da sitzt immer noch keiner. Okay, was passiert? Ich bin da jetzt... Ich dachte, da stehen jetzt ganz viele Leute auf der Straße oder irgendwie, keine Ahnung. Ach, wen haben wir denn jetzt angefahren? Wir lesen einfach den Titel. aber es ist Zeit, deinen richtigen Job zu zeigen. Backup Buddy? What? Bin ich Entsorger für die Mafia oder was? Buddy Entsorger? Wie smooth er nach hinten einpackt. Okay. Hedwig Krematorium. Aha. Ja. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Also. Lässt jetzt ein bisschen viel Raum für Spekulationen offen. Vor allen Dingen habe ich nicht verstanden. No rumors, we had many people killed oder so stand da, aber ich, also, ja, okay. Ja, ist vielleicht so ein kleines Indie-Projekt von irgendwie so einem Entwickler oder so, ich habe es jetzt halt auch nicht nachgeguckt, aber, boah, also es ist schon unterirdisch, ne? Ich habe mir halt gewünscht, dass man irgendwie so ein bisschen... ja, dass die Stimmung sich so ein bisschen aufbaut, dass man vielleicht halt, wie gesagt, erstmal so ein bisschen noch Tiere hört oder irgendwas anderes und das dann immer stiller wird vielleicht. Ja, die Straßen halt auch Laternen natürlich ausfallen und sowas. Ich fand die Idee am Anfang ganz gut, dass man denkt so, ja, da liegt Blut und dann ist da so ein Messer oder so. Und dass sich aber dann irgendwie so ein bisschen eine Story aufbaut, ja, dass man jetzt am Ende jetzt zu so einem Krematorium kommt. Naja. Also weder die Story noch die Atmosphäre war jetzt irgendwie gut. Deswegen ist es halt unterirdisch, ne? Also es ist ja nicht mal ein mittelmäßig gutes Game.
Also werde ich wahrscheinlich gleich bei Itch irgendwie ein oder zwei Sterne geben oder so. Wenn überhaupt zwei. Weil das lohnt sich ja irgendwie gar nicht, ne? Auch für so ein kurzes, kostenloses Spiel. Naja gut, ich gucke mir mal das nächste an und wir sehen uns. Bis dann.